Willkommen aus Dilbricht zum Sternenstaub-Adventskalender. Heute sind wir auf der 12. Etappenstation. Wir sind mit den Weisen aus dem Morgenland unterwegs zur Krippe. Und heute sind wir am prächtigsten, mächtigsten, edelsten Ort unserer Reise angekommen. Wir sind jetzt im Zentrum der Macht. Da, wo wir immer hin wollten. Nur hier lässt sich das Entscheidende finden und bewegen, denken wir. Ja, wo denn sonst? Wo sonst soll der zukünftige König zu finden sein? Wenn es um die Frage geht, wer in Zukunft die Macht und das Sagen haben wird, dann ist der Königspalast von Herodes doch die einzig richtige Adresse, denken wir, dachten wir. Wir gingen hin mit der sicheren Erwartung, dass hier bei der Regierung alles klargemacht wird. Und so standen wir im Palast mit unserer Frage und erzählten, was wir erlebt hatten. Wir haben den Stern eines neuen Königs aufgehen sehen. Wir wollen ihn jetzt schon ehren. Wo ist er? Was wir nicht bedacht hatten. Wenn der Stern eines neuen Königs aufgeht, dann geht der Stern eines alten Königs unter. Unsere Ansage, sie war zugleich eine kühne, eine heftige Absage an die Macht und die Machtfantasien von Herodes. Eine Klatsche für ihn in seiner Selbstherrlichkeit und Selbstgewissheit in all seinem Machtanspruch. Unsere Frage nach dem neugeborenen König kündigte ihm genau das an, was er überhaupt nicht hören wollte. Deine Macht ist beschränkt und befristet. Deine Dynastie wird einmal zu Ende kommen. Du bist gar nicht so groß, wie du glaubst und dir selbst Glauben machen willst. Da kommt einer, der ist viel größer und er ist schon da. Wir suchen ihn, wir feiern ihn, wir ehren ihn und wir sagen damit, der Stern aller Gewaltherrscher, der Stern all derer, die sich für groß, größer oder am größten halten und die keine Grenzen akzeptieren, dieser Stern geht unter. Euer Stern ist im Sinken, eure Zeit läuft ab. Spürt ihr, wie klein und begrenzt ihr in Wirklichkeit seid? Wir haben im Königspalast keine Antwort auf die entscheidende Frage bekommen. Im Zentrum der Macht konnte man die neue, die größere Macht, man kannte sie noch nicht. Wir hatten uns getäuscht. Hier ist gar nicht der Ort und die Person, durch die das Entscheidende kommen wird. Wir müssen weitersuchen, ganz woanders. Immerhin, wir bekamen einen Hinweis, wo wir uns noch umschauen könnten, in Bethlehem. Keine Vorzeigeadresse, nicht die Hauptstadt, richtig tiefe Provinz, schon gar kein Machtzentrum. Aber genau der Ort, wo der Stern aufgeht, der alle vergänglichen Stars und Sternchen ins mächtige, ins rechte Licht setzt. Wer von seiner sanften Macht berührt wird, beginnt zu strahlen und kann den zerstörerischen Mächten aller Zeiten eine Licht- und Kraftquelle entgegenhalten, die niemand auslöschen kann. Halleluja! Wir feiern Advent und Weihnachten. In diesem Sinne, lasst uns nicht geblendet werden von denen, die uns Glauben machen wollen, ihre Macht sei grenzenlos. Ihr Stern ist am Sinken. Ihr Stern ist am Sinken, weil es nur einen wahren Stern gibt. Der Stern von Bethlehem stellt uns vor Augen, auch in diesem Jahr, dass wir nur in Jesus Christus Trost und Hoffnung finden für die Gegenwart, für die Zukunft, inmitten all den Machtgehabe der Großen und Mächtigen, die einen Krieg nach dem anderen anzetteln. Hier in diesem Stern wird klar, wer in Zeit und Ewigkeit die Macht hat.